Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4, / Pikmin 1 in Pikmin 4. Besser gesagt. Endlich ist mein Ziel, alle fehlenden Teile der Läufe zusammen in greifbare Nähe gerückt. Dem Radar zufolge befinden sich die letzten Teile in einem Bauwerk von gigantischem Ausmaß. Mein Lebenserhaltungssystem wird mich bald im Stich lassen. Dies ist meine letzte Chance. Letzte Chance. Ein Easter Egg, weil das letzte Gebiet in Pikmin 1 hieß, glaube ich, letzte Chance. Versteck. Alle 7 Teile sind da noch. Alle letzten Teile. Die anderen haben wir fertig. Let's go. Auf ins Heldenversteck. Ich bin mal gespannt, was hier auf uns wartet. Wir haben ja zum Glück nicht mehr Moss als Gegnerin. Sonst würde die uns die ganze Zeit ja nerven. Und ja. 6 Tage für 7 Teile. Ist eigentlich eine gute Quote. Also wenn wir heute schon 3 oder 4 Teile bekämen, wäre schon geil. Aber was ich auch sehe, ist letztes Level und letztes Pikmin-Level generell. Wir landen wieder oben. Bin ich nicht so geil? Etwas in diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher entdeckt haben. Ich höre Pikmin. Wartet, wo lauft ihr denn hin? Jetzt ist das wie ein Pikmin. Oh nein, wir müssen jetzt wie Pikmin suchen. Die erkunden das alle. Ich hoffe, die kommen zurück. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach den fehlenden Schiffsteilen mache. Ja, wir haben doch so eine geile Fähigkeit, würde ich sagen, oder? Also sind jetzt 100 Pikmin draußen tatsächlich. Haben wir nicht ein Heimkehrsignal? Okay, hat ihn gar nicht interessiert. Okay. Also ist das quasi wie unser, ja, Tutorial. Das ist wie unser Tutorial, glaube ich. Weil da haben wir auch so gestartet, ne? Da sind 2, okay. Naja, als ob die sich dahinter versteckt haben. Okay, hier kommen wir mit dem Ventilator hoch. Sehr schön. Müssen wir jetzt erst die ganze Zeit flöten durch die Gegend laufen. Kannst du den Dauersprint? Nein, kannst du nicht. So, 30 haben wir. Ja, Schiffsteil haben Priorität. Okay. Läuft gut eigentlich. Und das hier. Hat die Kreatur ein Schiffsteil gefressen? Hat sie nicht, weil sonst wird mir das ja angezeigt werden. Deswegen interessiere ich mich auch gerade gar nicht für die. Hier ist aber nichts mehr. Da hinten? Okay. Ah, da kann man nicht weiter. Okay, okay.
Kann ich die Basis eigentlich verlegen? Ah, die sind mit runtergekommen. Sprint. So. Okay. Zwei stehen rum. Wo? Da hinten? Ach, die haben sich verdingst. Wo sind die? Ja, bei den Koffern hier. Ach so. Hey, die sind auch nicht mitgekommen. Warum sind die nicht mitgekommen? Okay. Ja, wir müssen nach hier. Nach hier. Und nach da. Wird sich wahrscheinlich erstmal alles am Boden abspielen. Ich denke mal nicht, dass wir weit nach oben kommen. Lol, die spielen da einfach. Oh lol. So. Das ist hier nix. Gut. Hier gibt es einen Ventilator, der nicht aktiviert ist. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ne? Keine Blüten mehr. Aber wie komme ich denn weiter? Oh, wir haben 100 Pikmin. Zum Glück, ich habe alle Pikmin gefunden. Nun fehlen mir nur noch meine Schiffsteile. Ja, wir müssen wahrscheinlich den Boss da besiegen. Ich mein, ja, wir müssen den Boss da besiegen. Aber eigentlich hat er kein Schiffsteil, sonst wird er mir das ja anzeigen. Hä? Der hat aber keins. Das Interstellarradio, wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Achso. Oh, die Map hat sich verändert. Ach so, wir müssen jetzt gegen die Viecher kämpfen jeweils. Ja. Wo kommt diese Kreatur denn her? Ob sie der Grund ist, warum die Pickel und die Zwiebel sich so seltsam verhalten? Ach so. Deswegen hat er mir das auch nicht angezeigt, ne? Das bringt ihr schon mal weg. Teil? Nö. Kein Teil? Aha.
Zum Glück, die Pikmin und die Zwiebel halten sich wieder ganz normal. Jetzt können wir endlich das Interstellar-Radio transportieren. Das ist schon im Transport. Deswegen. Lass das mal sein. So, ich wollte nur die. Ach, die machen das automatisch. Ja, dann macht das halt kaputt. Meine Fresse. Wenn die dann auf mich hört, ist mir das egal. So, das Teil ist schon im Transport. Deswegen habe ich auch die Pikmin da oben gelassen. Geht ihr hin? Ach so! Jetzt ist der Ventilator auf einmal aktiv. Ah, okay, wir haben die Base jetzt woanders. Alles klar. Ja. Ach so, ich muss noch eins nach oben. Okay, solange mir nichts tut. Alles klar. Jetzt können wir die Basis verlegen. Sehr gut. So, jetzt haben wir wenigstens die Garantie, dass wir... Okay, hier gibt es wieder so ein Ding. Wir haben jetzt wenigstens die Garantie, dass wir ziemlich viele Blumen-Pikmin haben. So, da ist wieder so ein Scheiß hier. So, killen wir einfach. Einfach alles platt machen. Gut. Teile technisch ist hier oben eins. Hier hinten ist halt gar nichts mehr. Ne? Also, dieser ganze Bereich ist komplett weg. Die ganzen Teile befinden sich hier. Finde ich gut. Okay, hier ist natürlich der Endboss quasi. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Wir müssen wahrscheinlich von rückwärts so hier hoch. Ah, hier unten gibt es ja dieses Loch, was man buddeln kann, ne? Da ist der Schalter, um den Ventilator zu aktivieren, damit man hier hoch kann. Deswegen können wir den da wegmachen. Also ich würde als allererstes wahrscheinlich jetzt mal nach hinten hingehen. Ah ja, hier ist noch ein... Stimmt, hier müssen wir hin, damit wir das Teil bekommen. Okay, und hier müssen wir hin, damit wir das andere bekommen. Das heißt, eine Aufgabe für zwei Leute. Warum mache ich das so kompliziert? So, wir haben die gelben bei uns. Die brauche ich auch. Und ich brauche ein paar rote. Und Moss. Kann nicht funktionieren. Es muss genau andersrum sein. Bitte geh nach da. Nein. Genau andersrum. Ich muss mit Oli mal nachdenken.
Kann der da so automatisch hoch? Okay, das heißt, dahin kann er ja. Gut. Ich hole jetzt die gelben und ein paar rote halt. Damit wir wenigstens ein bisschen noch kämpfen können. Oh, lol. Okay, er hat nur Rohmaterialien gedroppt. So, die können hier fighten. So, wir sind schon da. Wäre jetzt halt echt blöd. Nein! Warum haben die das denn nicht weitergefightet? Oh, das ist ja asozial. Das Teil. Nein! Bring das noch runter. Ich will das nicht auf dem Stuhl haben. Ja, okay, einer ist mir egal. Scheiß drauf. Scheiß auf den einen. Aber ich wollte das Teil unbedingt runter haben. Ach, scheiß auf den einen, Mann. Neuer Superheld übrigens. Scheiß auf den einen, Mann. Eine Eisbombe. Cool. Ich hoffe übrigens, dass der Endboss nicht dieser scheiß Hund sein wird. Ich bin auf einem unbekannten Planeten in den Weiten des Weltraums gelandet. Ich benötige dringend Unterstützung. Bitte schicken Sie unverzüglich Hilfe. Ich kann nur hoffen, dass dieses Signal die Rettungscrew erreicht. Oh, zum Glück haben wir das Teil noch runtergeschmissen. Ne? Wir haben, wie gesagt, nur einen Teil leider bekommen. Aber dafür haben wir alle Pigments wieder zusammengefunden. Wir haben dieses komische Fieder besiegt. Wir haben einen Teil prepared. Ich weiß nicht, warum wir da hinten so viel Viecher verloren haben. Frag mich nicht. Ja, von mir aus kannst du das abtransportieren. Wir brauchen auf jeden Fall rot. Wir brauchen blaue. Und wir brauchen gelbe. So, als allererstes holen wir uns ganz schnell das Teil ein. So, 15. Das geht schneller. Nein, wir kommen hier nicht hoch. Kommen wir hier nicht hoch? Aber wie komme ich denn dann nach oben? Wait. Ach da. Die gelben habe ich mir geholt fürs Buddeln und für das, den Stromtor da oben. Oh, Hund geht auch noch rein. Ich gehe in der Zwischenzeit die Pikmin holen. Kristall gesammelt. Jetzt sind mal Tunnelbau abgeschlossen. Oben werden wir wahrscheinlich auch blaue brauchen, deswegen habe ich halt alle mitgeholt. Da war der Tunnel. Hui. Rein da. Alle aufsteigen. So. Ja, habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich auch die blauen mitgeholt. Arschlochvieh, weg.
Tor ist geöffnet, sehr gut. Lass uns ein. So, nächstes Tschüss-Style. Oh geil, hier gibt's eine Bombe. So. Okay, da ist nur dieses Hi und das Teil. Okay. Ich hoffe mal, dass wir da hinten nicht hier Hund brauchen. Ich gebe dem Hund jetzt nämlich einfach ein paar rote. Dann sollte der das alles schaffen. Ich hoffe, der braucht nur 20. Das wäre echt blöd, wenn es nämlich nicht so ist. Nein! Ah, es ist der Rettungsring. Okay. Nee, der Pilotensitz. So hieß es. Pilotensitz war es. Ah, alles klar. So, rot, falte die. So. 10 für das Ding. Da hinten war nichts mehr, ne? Hier ist jetzt das Teil. Das andere Teil ist schon auf dem Weg. Das kriegen wir gleich. Perfekt. So, helft ihr noch. So, 20 Pikmin. Perfekt. Moss, du gehst mal schön wieder hier hin. Ich sehe nichts. So, Rohmaterial. Achso, hier ist noch eine. Ich weiß nicht, was wir getan haben, aber wir haben irgendwas getan. Das weiße Tor ist nun geöffnet. Ich habe keine Ahnung, wo das weiße Tor ist. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Wo sind denn meine, Ach, die sind da auf dem Weg. So. Ah, da sind sie. Die gelben. Aber man hätte auch hier hochgekonnt, ne? Aber ich komme halt nicht weiter nach oben. Da gibt es nur Rohmaterial, okay. Das ist mir dann eigentlich relativ egal. So, mach fertig. Plop, 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 plop. Irgendwo chillen zwei Pikmin rum. Hinter mir. Irgendwo sind hier. Irgendwo sind da zwei Pikmin, aber ich weiß nicht wo. Hä? Ja, die sind einfach. Keine Ahnung, wo die sind. Ist mir auch egal. Toll. Gut, dass wir direkt blaue Pikmin dahin geschossen haben. Das ist nur für darunter. Ventilator ist eingeschaltet. Na, Pikmin? Aha. Was?
Helft denen! Okay, sonst ist hier nix. War's es schon? Haben wir alles geschafft? Oh ja, sie ist maximal repaired. Oh yeah! Wuhu! Oh cool. Ich liebe die Dolphin, die sieht so cool aus, ne? Geschafft, es ist geschafft. Die Dolphin ist vollständig repariert. Endlich, ich kann diesen Planeten verlassen. Die Zeit ist gekommen, nach Hause zurückzukehren. Zurück nach Hokotate. Zurück zu meiner Familie. Geil! Wir haben es in 10 Tagen geschafft. Oh. Nochmal zur anderen Seite. Nicht nochmal zur anderen Seite? Oh. Ja, aber das ist noch nicht das Ende. Jetzt singen sie wieder, oder? Singt ihr? Meine singt nicht. Schade. Bei Pikmin 1 haben die gesungen am Ende. Oder war es Pikmin 2? Na, ich weiß es nicht. Geil! Hätte ich nicht geschafft, dass wir das gedacht hätten. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell geschafft hätten. Oh, schön. Oh, im Sonnenuntergang. Mit dem Flieder im Hintergrund. Ist das Flieder? Das ist Flieder, oder? Was passiert jetzt? La balastaro, dunabe, lebela. Shirupaposo, dummos, idu, fire monster. Ja. Lomnukbe, dososo, yuba. Tak tak, boros, liebenes, dodom. Oh nein, ernsthaft? OMG! Was? So ist er zu Bloodlink geworden? Ja stimmt, das haben wir gar nicht herausgefunden, ne? Stimmt, das haben wir gar nicht, das haben wir ja nie erfahren, wie Olimar sich in Blattdings verwandelt hat. Beziehungsweise, man hätte es ja auch eigentlich früher merken können, weil Olimar hat ja die anderen auch zu den Blatt... Also zu den Laublingen gemacht. Die Pikmin haben das getan, um ihn zu retten, weil sein Lebenserhaltungssystem sich abgeschaltet hat. Und dadurch, dass er ein Laubling ist, kann er auf der Atmosphäre leben. Pikmin sind einfach geil. Dadurch ist das Spiel aber in der Ecke geiler geworden, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Ich hadere gerade damit, ob ich es doch auf Platz 1 tun soll. Weil es halt einfach Pikmin 1 noch beinhaltet. Ne? Es ist Pikmin 4 und Pikmin 1 und Pikmin 2. Weißt du, es ist so alles zusammen, aber... Ja, diese eine Sache da, diese scheiß Angesehen. Aber jetzt habt ihr gemerkt... Die war relativ okay in diesem Spiel. Also in diesem Pikmin 1 Implementierung. Die Anvisier-Dings war super geil. Und wir haben noch 4 Tage übrig übrigens. Also haben wir 11 Tage gebaut. Okay. Ja. Ah lol, nochmal ein komplettes Log. Da seht ihr, was wir alles bekommen haben. Cool. Aber ja, hätte man sich eigentlich denken können. Naja, was soll's. Oh.
Ich bin aber immer noch überfragt, warum gibt es eine Mission mit Verschmelze 7 Zwiebeln? Warum gibt es diese Mission? Müssen wir Louis Mission quasi machen? Ach nee, die ist jetzt wieder repariert, ne? So bin ich also letztendlich wieder zum Planeten zurückgekehrt. Dann hat sich mein Lebenserhaltungssystem abgeschaltet und als ich wieder zu mir kam, war ich ein Laubblick. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich die ganze übliche Geschichte angehört haben. Dank Ihnen habe ich mich an viel erinnert. Kurz nachdem ich zum Laubling geworden war, bin ich auf eine höchst interessant aussehende Höhle gestoßen. Sie muss hier irgendwo sein. Es gibt noch eine Siegwut! Dann bedanke ich mich fürs Zusehen! Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder! Als ob! Wir kriegen tatsächlich noch eins? Wir bekommen noch eine OMG. Das ist ja geil. Wir bekommen noch eine geheime Höhle. Geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.